Jeder von uns kennt Kaiser Wilhelm I. aus dem Geschichtsunterricht, Versailles, Otto von Bismarck, sein Ministerpräsident, aber kaum einer weiß eigentlich etwas über das Leben dieses Menschen. Geboren wurde er am 22. März 1797 im Kronprinzenpalais in Berlin. Er bekam den Namen Friedrich Wilhelm Ludwig und war der zweitgeborene Sohn des Königs Friedrich Wilhelm III. Und seiner berühmten und beliebten Gemahlin Königin Luise. Wilhelm war der Zweitgeborene. Sein älterer Bruder Friedrich Wilhelm sollte als König von Preußen jedoch nicht lange regieren. Er hatte noch zwei jüngere Brüder Karl und Albrecht, wie auch drei jüngere Schwestern Charlotte, Alexandrine und Luise. Von 1801 bis 1809 übernahm Johann Gottlieb Delbrück die Erziehung des jungen Prinzen Wilhelm. Delbrück war ein aufgeklärter Erzieher, der den Kindern auch Freiheiten wie Spielen und Tanzen zustand. Seit frühester Kindheit für den Militärdienst vorgesehen, musste er 1806 zusammen mit seiner Mutter und seinen Geschwistern vor den anrückenden französischen Truppen nach Königsberg fliehen. 1807, also mit 10 Jahren, wurde Prinz Wilhelm in den Schwarzen Adlerorden aufgenommen, das war damals in Preußen so üblich. Gleichzeitig wurde er zum Fähnrich im Regiment Garde zu Fuß ernannt, erhielt also seinen ersten Offiziersposten. Als er 13 Jahre alt war, verstarb seine Mutter Luise, zu der er immer eine enge Beziehung hatte. Ihr Andenken sollte er zeitlebens hochhalten. Durch und durch Soldat brannte Prinz Wilhelm darauf, gegen Napoleon kämpfen zu können, was sein Vater jedoch unterband. 1813 zum Hauptmann ernannt, konnte er seinen Vater im Winter 1813-1814 nach Frankreich begleiten. Hier sollte er die Schlachten aus der Ferne beobachten, während ein ranghoher Militär ihm erklärte, was dort gerade geschah. Es war sozusagen Anschauungsunterricht für einen zukünftigen General. Immer wieder forderte der Prinz von seinem Vater, selbst an einer Schlacht teilnehmen zu dürfen. Erstmals erhielt er am 27. Februar 1814 hierfür die Erlaubnis und er nahm an der Schlacht von Bars-sur-Aube teil, wo er in gegnerisches Gefechtsfeuer geriet. Seit dem 30. Mai gleichen Jahres Major wurde er am 5. März 1815 mit dem russischen St. Georgsorden und am 10. März 1815 mit dem Eisernen Kreuz für seine Verdienste ausgezeichnet. Seit den 1820er Jahren auch in diplomatischen Diensten besuchte er 1826 für 3 Monate Zar Nikolaus I. in St. Petersburg, der mit seiner Schwester Charlotte verheiratet war. Kurz zuvor hatte der Zar einen Aufstand liberaler Adliger zerschlagen, die er nun hinrichten ließ. Das Vorgehen des Zaren bewunderte Prinz Wilhelm, genauso wie er auch die Autokratie in Russland bewunderte. Der niedergeschlagene Aufstand hinterließ in Prinz Wilhelm eine Furcht vor Revolutionen. Er glaubte nun an geheime Verschwörungen, die überall gekrönte Häupter in Europa stürzen wollten. Zugeständnisse an so etwas wie eine Volkssouveränität waren für ihn undenkbar und mussten jederzeit durch repressive Mittel verhindert werden. Internationalen Klatsch und Tratsch brachte seine Beziehung zu der polnischen Fürstentochter Elisa Radziwill. Diese lernte er 1815 kennen und schon bald kam es zu einer festen Beziehung zwischen ihnen. Der König war dieser Beziehung eigentlich sehr positiv gegenüber eingestellt. Das Problem war jedoch, dass die Fürsten von Radziwill nicht als ebenbürtig galten. Der König versuchte alles Mögliche, um die Ebenbürtigkeit Elisas herzustellen. Unter anderem versuchte er 1824 den kinderlosen Zaren Alexander I. um eine Adoption der Fürstentochter zu bitten, was allerdings aus innenpolitischen Gründen abgelehnt wurde.
Letztlich musste der König am 22. Juni 1826 Prinz Wilhelm bitten, auf eine Heirat mit Elisa Radziwill zu verzichten. Da die Ehe des Kronprinzen wohl kinderlos bleiben würde, lag es nun an Prinz Wilhelm, das Fortbestehen der Hohenzollern-Dynastie zu sichern. So heiratete er am 11. Juni 1829 Prinzessin Augusta von Sachsen-Weimar-Eisenach. Immer wieder kam es in der Ehe zu Spannungen. Nicht nur, dass Augusta politisch interessiert war, sie vertrat zudem liberale Ansichten. 1831 gebar sie den Kronprinzen, 1838 eine Tochter. Am 7. Juni 1840 verstarb König Friedrich Wilhelm III. Und sein Bruder Friedrich Wilhelm wurde als Friedrich Wilhelm IV. König von Preußen. Wilhelm wurde Prinz von Preußen und damit designierter Thronfolger. Wilhelm, der seine Sommerresidenz in Schloss Babelsberg in Potsdam und seine Winterresidenz im Alten Palais in Berlin hatte, wurde im September 1840 zum General der Infanterie berufen. Seinen Vorsitz im Staatsrat benutzte Wilhelm dafür, um in Opposition zu seinem königlichen Bruder zu treten, der Reformen in Preußen plante. Unterstützt wurde er dabei vor allen Dingen von konservativen Kreisen. Seit 1845 gingen diese jedoch zunehmend in Ruhestand oder traten in den Hintergrund, und der König übernahm mehr und mehr das Zepter, wobei er zunehmend auch versuchte, den Prinzen aus der Führung des Landes herauszuhalten. Durch sein Handeln beschädigte er nicht nur das Ansehen der Monarchie, sondern vor allen Dingen sein eigenes Ansehen. Im Frühjahr 1847 gab es eine Hungersnot in Berlin, die zu verschiedenen Unruhen führten. Wilhelm, der sehr unbeliebt war, war eines der Opfer, denn die Scheiben seines Palais wurden eingeworfen, was dazu führte, dass er die Armee gegen die Ausschreitenden vorgehen ließ. Am 10. März 1848 wurde Prinz Wilhelm zum Militärgouverneur am Rhein und in Westfalen ernannt. Der König bat ihn jedoch, noch etwas in der Hauptstadt zu verweilen, da Unruhen in der Luft lagen. 2 Tage später brach die Märzrevolution aus, und obwohl Wilhelm militärisch in der Hauptstadt nichts zu sagen hatte, empfahl er immer wieder den Einsatz des Militärs, was dann auch tatsächlich geschehen ist. Der König verbot am 18. 19. März energisch den Einsatz weiterer Militärs. Von der Bevölkerung allgemein für die Zustände verantwortlich gemacht, musste Wilhelm am 19. März 1848 als Lakai verkleidet aus der Hauptstadt fliehen. Er machte große Umwege und gelangte letztendlich im Mai 1848 in London an. Doch schon im Juni kehrte er nach Berlin zurück. Zuvor musste er jedoch offiziell die konstitutionelle Regierungsform anerkennen, die der König mittlerweile eingeführt hat. Auch wurde er vom Staatsrat ausgeschlossen. Faktisch lebte er in seiner Sommerresidenz Babelsberg als Privatier. Als die Frankfurter Nationalversammlung, die 1848 und 1849 tagte, sich für eine kleindeutsche Lösung, also den Ausschluss von Österreich aus dem gesamtdeutschen Nationalstaat, entschied, war das für Wilhelm sehr interessant, ja sehr sympathisch, sah er doch die Möglichkeit darin, dass Preußen die führende Großmacht Deutschlands würde. Auch begann er sich mit dem Bild einer konstitutionellen Monarchie in Preußen anzufreunden, solange das Parlament nicht in die königliche Regierung hineingriff. 1849 kam es zur Revolution im Großherzogtum Baden und in der Pfalz. Am 8. Juni 1849 wurde Wilhelm zum Oberkommandierenden der Operationsarmee in Baden und in der Pfalz berufen. Es gelang ihm, die Aufstände dort niederzuschlagen. Am 12. Oktober 1849 feierlich in Berlin eingezogen, wurde er anschließend zum Generalgouverneur im Rheinland und in Westfalen ernannt.
1850 siedelte er mit seiner Familie in das kurfürstliche Schloss in Koblenz über. Hier verkehrte er und seine Frau Augusta immer wieder mit liberalen Gelehrten. Peu à peu rückte er von seinen harten Haltungen ab und gelangte sogar zu der Überzeugung, dass die Verhältnisse Preußens dauerhaft nur befriedet werden könnten, wenn man der Bevölkerung auch gewisse Zugeständnisse macht. Ab dem 14. Juli 1857 erlitt König Friedrich Wilhelm IV. Mehrere Schlaganfälle, wodurch unter anderem auch sein Sprachzentrum in Mitleidenschaft gezogen wurde. Prinz Wilhelm von Preußen begann die Vertretung des Königs. Nachdem sich allerdings abzeichnete, dass der König überhaupt nicht mehr regierungsfähig würde, unterschrieb er am 7. Oktober 1858 die Regentschaftsurkunde für Wilhelm von Preußen, womit er jetzt zum Prinzregenten wurde. In seiner Regierungserklärung setzte Wilhelm den Reformerwartungen Grenzen und kündigte eine Modernisierung der preußischen Armee an. Hierbei erwartete das Abgeordnetenhaus ein gewisses Mitspracherecht, was Wilhelm jedoch auf keinen Fall gelten lassen wollte. Parlamentarische Einschränkungen seiner Befehlsgewalt über die preußische Armee waren für ihn nicht hinnehmbar. Diese Auseinandersetzungen eskalierten letztendlich zu einem Verfassungskonflikt. Die Abneigung Wilhelms gegen den preußischen Landtag und später gegen den Reichstag hat genau hier ihren Ursprung. Mit dem Tod von Friedrich Wilhelm am 2. Januar 1861 war Wilhelm dann selbst König von Preußen. Er wollte sich unbedingt öffentlich huldigen lassen, ein Gedanke, von dem er kaum abzubringen war, ein Gedanke, den aber in Preußen kaum noch jemand akzeptiert hätte. Stattdessen fand eine Krönungsversammlung auf dem Schloss zu Königsberg statt, wo er sich am 18. Oktober 1861 selbst in einem Gottesdienst die Krone aufs Haupt setzte. Die Feierlichkeiten hat er aus seiner eigenen Tasche bezahlt. Wilhelm hielt nicht nur an der Heeresreform fest, sondern auch am Gottesgnadentum des Königs, wofür er sogar bereit war, zurückzutreten. Otto von Bismarck verhinderte das, wofür ihn der König am 23. September 1862 zum Ministerpräsidenten von Preußen ernannte. Bismarck war bereit, auch ohne genehmigten Haushalt die Heeresreform durchzusetzen. Auch wenn Bismarck und der König in politischen Überzeugungen weitgehend übereinstimmen, so steht der König den Regierungsmethoden Bismarcks doch eher kritisch gegenüber. Nachdem Dänemark 1863 durch die Novemberverfassung das Herzogtum Schleswig enger an das Königreich Dänemark binden wollte, verbündeten sich Preußen und Österreich und stellten am 16. Januar 1864 an Dänemark ein 48-Stunden-Ultimatum, in dem die Aufhebung der Novemberverfassung wie auch die Räumung des Herzogtums Schleswig gefordert wurde. Am 1. Februar 1864 überschritten die Truppen Preußens und Österreichs die Eider, womit tatsächlich der Krieg dann auch begann. Die Erstürmung der Düppeler Schanzen im April 1864 entschied dann praktisch den Krieg für die Alliierten Preußen und Österreich. Im Frieden von Wien musste Dänemark am 30. Oktober 1864 die Herzogtümer Schleswig, Holstein und Lauenburg abtreten, deren Verwaltung dann ein dauernder Streitpunkt zwischen Österreich und Preußen blieb. Der nächste Krieg war keine wirkliche Überraschung. Es war der Deutsche Krieg oder auch der Deutsche Bruderkrieg genannt, der vom 14. Juni bis zum 23. August 1866 andauerte. Verkürzt ging es hierbei um die Frage, ob der Deutsche Bund zukünftig ein Großdeutscher Bund sein soll, also mit Österreich, oder ein Kleindeutscher Bund ohne Österreich, was Preußen vorschwebte. Der Aufhänger für den Krieg war der immer noch schwelende Streit um die Herzogtümer Schleswig und Holstein.
Während Preußen in das von Österreich verwaltete Holstein einmarschierte, bekam der Deutsche Bund noch nicht einmal einen Oberkommandierenden seiner Streitkräfte auf die Reihe. Bewusst wählte Preußen einen milden Frieden, man verzichtete auf die Annexion von Sachsen und forderte Österreich lediglich auf den Verzicht der Rechte am Kondominium in Schleswig und Holstein auf, wie auch zur Anerkennung der preußischen Vorherrschaft in Norddeutschland. Der 1866 ins Leben gerufene Norddeutsche Bund hatte 22 Mitgliedstaaten. Der größte Staat nicht nur nach Fläche, sondern auch nach Einwohnern, das war Preußen. Entsprechend lag das Präsidium, also die Leitung des Norddeutschen Bundes, auch immer beim preußischen König. In Preußen führte der gewonnene Krieg von 1866 zu einer Aussöhnung von König und Volk und hatte den angenehmen Nebeneffekt, dass der Landtag nun nicht nur die Heeresreform gutheiß, sondern im Nachhinein auch alle ab 1862 getätigten Jahreshaushalte. Auch wenn der König es nicht durchschaute, Otto von Bismarck war nur noch einen Schritt von seinem Ziel, nämlich einem geeinten Deutschland, entfernt. 1870 hatte der Prinz von Hohenzollern Sigmaringen seinen Anspruch auf den spanischen Königsthron geäußert. Die Proteste sorgten allerdings dafür, dass er diese Kandidatur am 12. Juli 1870 zurückzog. Für den König war diese Angelegenheit damit eigentlich erledigt. Er war zur Kur in Bad Ems, als am 13. Juli des Jahres der französische Botschafter auf ihn zukam und ihn aufforderte, seiner Regierung die Garantie zu geben, dass niemals ein preußischer Prinz sich noch einmal auf den spanischen Königsthron bewerben werde. Der König war empört und lehnte dieses auch brüsk ab. In einem Telegramm unterrichtete er Bismarck von dem Gespräch. Bismarck verkürzte das Telegramm so weitgehend, dass es bei der Veröffentlichung zu einer allgemeinen Empörung in Deutschland und Frankreich kam. Für Frankreich, das eigentlich Deutschland eine diplomatische Niederlage beibringen wollte, war der Affront so groß, dass es am 19. Juli 1870 Preußen den Krieg erklärte. Auch wenn der König die Planung der militärischen Operationen in der Regel Helmut von Moltke überließ, so befand er sich doch zu Beginn des Krieges immer in der Nähe der Schlachtfelder und griff zeitweise auch ein. Erst nach dem 2. September 1870, also der Schlacht von Sedan, bei welcher Napoleon III. Gefangen genommen wurde, zog sich der König von den Schlachtfeldern zurück. Zudem wies er Helmut von Moltke am 25. Januar 1871 an, künftig alle militärischen Planungen vorher mit Bismarck abzustimmen oder ihm doch zumindest mitzuteilen. Unermüdlich, jedoch ohne das Wissen des Königs, arbeitete Bismarck an der Kaisererhebung des preußischen Königs. Anlässlich des Beitritts der süddeutschen Staaten zum Norddeutschen Bund im Jahre 1870 kam es zum sogenannten Kaiserbrief, der von Otto von Bismarck aufgesetzt wurde und am 30. November von König Ludwig II. Von Bayern unterzeichnet wurde. Sein Onkel, der spätere Prinzregent Luitpold, brachte ihn zu König Wilhelm und überreichte ihn am 3. Dezember 1870 König Wilhelm persönlich. Dies sollte noch einmal ein Ansporn für den zögerlichen König sein. Wilhelm war durch und durch Preuße und er verstand sich als Preuße. Seine Befürchtung war es, dass das Königreich Preußen in einem gesamten großen Deutschland einfach verschwinden würde, was dann ja auch tatsächlich geschah. Nachdem der König endlich zugestimmt hatte, den Kaisertitel anzunehmen, gewährten der Reichstag und der Bundesrat des Norddeutschen Bundes am 9. bzw. am 10. Dezember dem preußischen König den Kaisertitel. Es gab jedoch ein Problem. König Wilhelm wollte nicht deutscher Kaiser sein, sondern Kaiser von Deutschland.
Noch am Vorabend der Proklamation, also am 17. Januar 1871, drohte er, den protokollarischen Akt einfach platzen zu lassen. Es war der Großherzog von Baden, dem es am 18. Januar 1871 gelang, diese Proklamation zu retten, indem er einfach rief: Hoch lebe Kaiser Wilhelm, also jede genaue Bezeichnung unterließ. Auch in den kommenden Jahren stand er der Politik seines Reichskanzlers teilweise eher skeptisch gegenüber. Im Gegensatz zu Bismarck hielt er nicht Österreich für den wichtigsten Bündnispartner, vielmehr misstraute er Österreich, sondern für ihn war der wichtigste Bündnispartner ganz eindeutig Russland. Und auch in den Fragen des Kulturkampfes stand der König bzw. Kaiser nicht ganz hinter seinem Reichskanzler. Er hielt die Repressalien gegenüber der katholischen Kirche für wesentlich zu massiv, und die einen oder anderen Gesetze des Kulturkampfes milderte er dann auch tatsächlich ab. Nichtsdestotrotz fürchtete er die Macht der katholischen Kirche, gerade bei den Soldaten, und er fragte immer wieder, was Geistliche und Beichtväter ihnen im Namen des Papstes und der Lehre wohl einschärften. 1878 wurden auf Kaiser Wilhelm zwei Attentate verübt. Beim ersten Attentat am 11. Mai fuhr er mit seiner Tochter Luise in einem offenen Wagen unter den Linden, als zwei Schüsse auf ihn abgegeben wurden. Er blieb unversehrt. Das zweite Attentat fand am 2. Juni 1878 ebenfalls in einem offenen Wagen unter den Linden statt. Diesmal wurde der Kaiser schwer verwundet. 30 Schrotkugeln trafen ihn an Armen, Kopf und Rücken. Für die Dauer seiner Genesung übertrug er die Regierungsgeschäfte seinem Sohn Friedrich Wilhelm. Bitter beklagte sich der Kaiser darüber, dass es erst ein Attentat gegen ihn geben musste, bevor man entsprechende Gesetze gegen die Sozialdemokraten erließ, die er dafür verantwortlich machte. Auf den Druck des Kaisers hin beendete Bismarck nun seine Kooperation mit der Nationalliberalen Partei. Der Kaiser hatte diese stets kritisch gesehen und wollte den Liberalisierungen jetzt ein Ende setzen. Nach seiner Genesung zog sich der Kaiser, er war immerhin 80 Jahre alt, zunehmend aus den aktiven Amtsgeschäften zurück. Vornehmlich ging er nun auf Reisen, widmete seine Zeit öffentlichen Auftritten und Reden, nicht nur innerhalb Preußens, sondern vor allen Dingen auch außerhalb, wo er sich mit den entsprechenden Landesherren zeigte und so dem jungen deutschen Nationalstaat Auftrieb gab. Je älter der Kaiser wurde, desto mehr litt er an Erkältungen. Er erkrankte an den Blattern und fiel gelegentlich in Ohnmacht. Trotzdem, immer wieder erholte er sich und gab sich seiner normalen Arbeitsroutine hin. Im Alter von fast 91 Jahren verstarb Kaiser Wilhelm I. am 9. März 1888 im Alten Palais in Berlin unter den Linden. Nach einer Aufbahrung im Berliner Dom wurde er am 16. März im Mausoleum im Schlosspark von Charlottenburg nahe seiner Eltern beigesetzt.